Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Crew Street View. Ja, lange war jetzt Pause, jetzt geht's wieder los mit The Crew Street View. Es geht weiter mit den nächsten, ja, Sehenswürdigkeiten The Crew und eine davon ist jetzt mal hier unten. Shiprock Felsen heißt der. Da fahren wir jetzt hin. Dann geht's weiter hier runter zum Meteoritenkrater, da wo er auch jetzt, wer es vielleicht schon kennt, das Summit stattfindet, hier drinnen. Ja, Summit ist auch eine neue Art von The Crew. The Crew Wild Run heißt es, gibt's ja jetzt als Erweiterung. Aber das spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. Wir machen hier nur Street View. Heißt auch, hier fahren wir dann auch noch hin, Tumak Kaori. Und ja, hier fahren wir dann alles noch, klappern mal schön alles ab. Ja, das machen wir jetzt. Haben auch schöne neue Autos wie den hier zum Beispiel. Den BMW X6 mit M-Paket. Was willst du denn mehr? Ich meine, wenn du so ein Auto hast, dann weißt du, du hast es geschafft im Leben. Ja, es gibt viel Neues in The Crew. Zum Beispiel auch hier das Grafik-Update. Es regnet jetzt in The Crew. An verschiedenen, also ja, verschiedenen Zeiten regnet es jetzt. Auch hier in der Wüste. Finde ich gut gemacht. Auch Grafik insgesamt wurde verbessert. Finde ich auch nicht schlecht. Aber im Allgemeinen, wer Need for Speed, das neue Need for Speed, was jetzt für die PlayStation rausgekommen ist und für die Xbox One, wer das schon mal gezockt hat, der weiß, mit der Grafik kommt The Crew sicherlich nicht hinterher. Aber The Crew hat eins, was alle anderen Spiele von EA zum Beispiel nicht haben. Nämlich, The Crew hat es geschafft, die Leute über ein Jahr an dem Spiel zu halten. Und das ist echt mal wunderkrass. Echter Respekt. Denn dieses Spiel hat Potenzial, weiterhin auf dem Markt zu bleiben. Also, man spielt's ja noch. Es ist ja nicht so, als würde es man nicht mehr spielen. Jetzt, wo Wild Run rausgekommen ist, zock's ich zum Beispiel wieder, Checknase, also Wally zock's auch wieder. Also sie schaffen es schon irgendwie, dass man am Ball bleibt und ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn sie vielleicht in ein paar Jahren, wenn vielleicht der Crew dann doch nicht mehr so das Ansehen hat, vielleicht ein Europa-Update rausbringen. Ein komplett neues Spiel vielleicht, The Crew Europa. Es wäre eine Idee. Die Frage ist nur, dieses Spiel jetzt hier, Amerika, das haben alle gekauft. Das haben sie in Europa gekauft, das haben sie in Amerika gekauft. Wenn es jetzt in Europa rauskommen würde, würden es dann die Amerikaner auch kaufen? Das ist so eine Frage. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das durchgezogen werden würde, sagen wir so, aber naja. Ja, wird jetzt wieder öfters Street View Parts geben. Müssen ja noch ein bisschen was abklappern, auch die Autos müssen wir noch suchen. Und ja, das ist jetzt erstmal unser Ziel. Ihr seht, das Auto ist hochgepumpt auf Maximum. Ich bin deswegen nicht auf 1299, weil ich die Vorteilspunkte nicht komplett aufs Auto verteilt habe. Weil es mir dann doch wichtiger ist, Geld zu bekommen, anstatt ein Auto zu haben, was genau auf 1299 ist. Ich meine, ich kann mit dem Auto genauso mithalten, wie mit Autos, die jetzt 1299 haben. Ja, jetzt sind wir gleich da. Hier ist Street View Part Nummer 1 in diesem Part. Und so sieht es hier aus. Shiprock Felsen. Vom Felsen sehe ich jetzt zwar nicht viel, aber okay. Ja. Shiprock. Ja, das da hinten mit der Felsen schon sein. Wo sind die überhaupt? Hallo? Shiprock Felsen? Ich sehe den nicht! Okay. Ein Felsen, der nicht existiert. Kann man machen. Ja, es hört zum Regnen auf und wir fahren jetzt zum nächsten Checkpoint. Der liegt nämlich hier unten. Da können wir jetzt noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Auto fahren und dann müssen wir auf Rallye umsteigen.
Rally haben wir auch viele neue Autos. Nur sind die leider noch nicht hochgepumpt. Also was heißt hochgepumpt? Die haben halt noch eine niedrige Stufe, sagen wir so. Ah, da ist er ja, der Felsen. Der Shiprock-Felsen. Oh. Wo soll denn hier bitte schon ein Sprung sein? Ich glaube, der war auf der anderen Seite. Ja. Ja, nächstes Ziel wirklich ist der Meteoritenkrater, der da vorne schon ist. Man sieht ihn ja schon förmlich. Ja, ist ein schönes Auto, der BMW. Würde ich mir so auch gönnen. Okay, jetzt ist er nicht mehr schön. Jetzt wurde er gerade gnadenlos zerstört. Und wir befinden uns hier in Holbrock. Ja, mal lassen wir uns die Innenansicht machen. Leider ist das schöne Display aus. Etwas schade. Aber so ist schon geil. Hier müssen wir jetzt eh weg. Bedeutet auch Auto wechseln. Und zwar wechseln wir jetzt das erste Mal auf diesen Rallye-Wagen. Den kennt ihr ja alle schon. Der Hummer. Und hier ist schon der Dings. Okay. Ja, mit der Riegenkratter, bitteschön. Hier finden jetzt ab sofort Summits statt. Und ja, ich persönlich freue mich schon wieder aufs neue Summit, das wohl jetzt bei mir in 4 Tagen, glaube ich, losgeht. Oder 5 Tagen geht's los. Ja, wird spaßig werden. Das ist der Meteoritenkrater. Und wir machen uns auf den Weg zum nächsten. Und der liegt hier unten. Ja, geht's mal direkt durch Meteoritenkrater durch. Und ich wäre dafür, dass wir wieder Auto wechseln, damit wir hier auch eine Vielfalt bekommen. Chevrolet Camaro, wer kennt ihn noch? Bin ja schon seit der Ewigkeit nicht mehr gefahren. Wusste gar nicht, dass man das so aussieht. Ja, hier der Meteoritenkrater. Jetzt haben sie eine Straße reingepflanzt, wegen dem Summit. Weil dann können hier auch Rennen stattfinden. Oh, du bist ein schöner Meteorit. Wirklich eingeschlagen mal. Ja, macht Spaß auch mal im Gelände zu fahren. Und dann sind wir eh schon wieder da. Das ist der nächste. Und der heißt Tuma Kakori. Ja, viel gibt es hier wahrscheinlich nicht zu sehen. Nur ein Motel. Und schöne kleine Häuser. Sieht aus wie bei Cars hier. Wie heißt die Stadt? Radiator Springs. Nur, dass es wahrscheinlich nicht auf der Route 66 liegt. Ja, das ist Tuma Kakori. Und wir machen uns auf den Weg weiter hierher. Nach alte Tuscon-Mission. Oder Tucson-Mission. Genau. Das fahren wir wieder mit einem anderen Auto. Und zwar diesmal mit dem Mercedes-Benz. Finde ich jetzt gerade leicht schwul, aber egal. Muss ja auch mal sein. Ist ja nur ein Mercedes-Benz. ja, sie haben auch ein Update gemacht, was Rennautos und Performance-Autos angeht. Also, Rennautos lenken sich jetzt nicht mehr so gut. Performance-Autos umso besser.
haben sie wahrscheinlich deshalb gemacht, weil ja, das doch dann zu großer Unterschied war zwischen Rennen und Performance. Mittlerweile ist es so, auf der Geraden hängt der Rennwagen den Performance ab. In den Kurven holt der Performance aber wieder deutlich auf. Jetzt wird es doch noch knapp mit Platin. Darf ich nicht. Nein. Nur Gold. Und wir sind hier. Ja, hier war ich schon. Das ist eine schöne Burg hier. Oder was heißt, ein schöner Palast. Kann man sich hier mal hinpflanzen. Und wir sind hier. Alte Tuxon-Mission. Und es geht um diesen Palast hier. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Aussicht hat. Wird schon irgendeine Bedeutung haben. Keine Ahnung. Ja, haben jetzt noch Zeit für einen weiteren. Oder vielleicht sogar zwei weitere. Und zwar jetzt erstmal den hier, der ist eh gleich ums Eck. Indianermission, ich denke mal, da ist ein Indianerdorf. Schauen wir doch mal. 2,7 Kilometer, man sieht ihn da vorne schon, also ist nicht weit weg. Was ich mir in der Crew vielleicht wünschen würde, dass man mal ein bisschen mehr tunen könnte. Aber dazu sage ich vielleicht im nächsten Part dann nochmal mehr, weil sonst weiß ich nicht mehr, was ich im nächsten Part labern soll. Ja, jetzt sind wir hier auf der Autobahn. Big Land nennt sich diese Gegend hier. Mountain States natürlich. Das ist die Indianermission. Ja, ein Indianerdorf sehe ich jetzt hier nicht. Nur ein paar Hütten. Und eine Kirche. Also was das jetzt mit Indianer zu tun haben soll, keine Ahnung. Na, schön. Freut mich. Wir machen weiter und fahren gleich zur nächsten. Der liegt hier. Tuxon Flugzeugfriedhof, und den kennt ja wohl jeder, der das Spiel The Crew schon mal irgendwie gespielt hat. Das wird dann für heute auch unser letztes Ziel sein, denke ich mal. Obwohl, könnte sogar noch eins gehen. Ein Test! Test machen wir doch immer wieder gern. Voraussetzung, man besteht sie, bis auf den hier, den verstehen wir jetzt ganz sicher nicht. Das ging jetzt nach hinten los. Das soll jetzt eigentlich weggehen, aber wir machen den Test jetzt zu Ende. Wir haben Platin. Gibt ein Level up höchstwahrscheinlich. Nein, wir gewinnen Felgen. Ist auch neu in der Crew, aber das erkläre ich auch anders, weil das ist relativ der Schwachsinn. Ja, schon ist man zu weit gefahren. Wow! Mei, oh mei, Asalor 95. Mitten im Weg, danke Junge. Schau her, jetzt bist du auf YouTube. Das war jetzt ein Zufall. Ein unerwarteter Zufall. Und hier sind wir auch schon. Das ist der Tuxon Friedhof. Flugzeugfriedhof. Ja, hier stehen ein paar Dinge. Die sind bestimmt noch ein bisschen was wert. Aber naja.
Ja, hier hat schon das ein oder andere Rennen stattgefunden. Ob in der Story, ob in der PvP-Mission, relativ egal. Ja, dann sind wir jetzt erstmal wieder am Ende von diesem Part. Ich sag danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht's dann einfach weiter. Hier geht's hier rüber zu Kingman und dann Amboy. Und dann, glaube ich, klappern mal erstmal hier die Mountain States ab, bevor wir dann zur Westküste rübergehen. So sieht es jetzt erstmal aus. Ich sage danke fürs Zuschauen und ja, schaltet einfach wieder ein. Das nächste Mal hier bei der Crew Street View. Danke, ciao.